die Imagery-Strategie. Ziel der Imagery-Lernstrategie ist es, Inhalte eines Textes durch das Zeichnen von Bildern besser zu verstehen und sich zu merken. Die Imagery-Strategie kann in den Fächern Natur, Mensch und Gesellschaft, in allen Sprachen oder auch beim Vorlesen eingesetzt werden. Sie hilft, einen Text besser zu verstehen. In der Klasse gibt es zwei Möglichkeiten, die Imagery-Strategie anzuwenden. Einerseits liest die Lehrperson einen Text vor. Die Kinder hören zu. Andererseits verteilt die Lehrperson einen Leseauftrag. Die Kinder lesen den Text still für sich. Das Aufzeichnen dient dem Textverständnis. Neben Bildern können die Kinder auch mittels Nummerierungen oder Pfeilen einzelne Abläufe und Schritte darstellen. Im dritten Schritt im Austausch stellen sich die Kinder ihre Bilder gegenseitig vor. Sie fragen nach, ergänzen und bringen andere Sichtweisen ein. Es entsteht ein Gespräch mit dem Ziel, die Lerninhalte nochmals besser zu verstehen.